Darf man an Demonstrationen teilnehmen? Was bringt das? Dann bist du sowieso Corona-Leugner heute, wenn du an Demonstrationen teilnimmst. Aber abgesehen davon, Achi, das ist nicht der Manhaj von Ahl-Sunnah, dass wir sagen, jemand nimmt an Demonstrationen teil. Na? Und bei den Demonstrationen gibt es viele Elemente, die haram sind nach unserer Scharia. Welche zum Beispiel? Geschlechtermischung. Weil manche gehen nicht hin, um für ihre Sache zu demonstrieren. Die wollen Jasmin etwas näher sein an diesem Tag, wenn du verstehst, was ich meine. Na? Geschlechtermischung, dieses Brüllen, dieser Jahil, wie in der Zeiten der Jahiliyyah, dass man die Wege versperrt, all dieses ist haram in unserer Religion. Na? Deswegen auch, was bringt das Ganze? Na? Ich meine, subhanallah, wie viele Demonstrationen haben wir gesehen und was wurde geändert?